Das PGE ist übersichtlich und schafft Vertrauen in die Gesellschaft. Hierdurch ermöglicht die individuelle Risikobereitschaft, Selbstständigkeit und der Unternehmergeist. Innovation und Flexibilität würden in Deutschland endlich wieder gefördert und nicht behindert werden. Die Arbeitnehmer könnten selbstbewusster sein und kleben nicht mehr an einer bestimmten Stelle. Und die größere Unabhängigkeit verringert auch den innerbetrieblichen Konkurrenzkampf, vermindert Mobbing und verbessert das Betriebsklima mit der Folge, dass negativer Stress und psychische Krankheiten auch abnehmen würden. Wir Piraten wollen eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt. Und wir wollen die 5%-Hürde knacken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen unsere Ideen etwas mehr näher bringen. Sicherlich werden wir, sollten wir mit 5% in den Bundestag einziehen, nicht die große Leuchte sein. Wir werden das auch nicht alleine durchsetzen können. Was wir aber tun werden, ist, wir werden uns intensiv dafür einsetzen, dass es eine Enquete-Kommission zum bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Denn Deutschland ist auch hier im internationalen Vergleich hinterher. Gerade läuft auf EU-Ebene eine Unterschriftensammlung, die genau so eine Enquete-Kommission zum bedingungslosen Grundeinkommen auf EU-Ebene schaffen will. In der Schweiz gibt es gerade eine Unterschrifteninitiative, die möchte, dass das bedingungslose Grundeinkommen zur Volksabstimmung gestellt wird. Ich fände es sehr, sehr schade, wenn Deutschland sich hier verweigern würde, nur wegen festgefahrenen Strukturen und weil der Wille zur Veränderung nicht da ist. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Insbesondere das, was den Arbeitsmarkt angeht. So denke ich, das ist deutlich geworden. Aber jetzt, bevor wir jetzt also weiterfragen, Kandidatinnen und Kandidaten fragen, gehen wir jetzt hier in den Saal rein und fragen, habt ihr Fragen jetzt an die Kandidaten? Herr Tinnen, Christoph. Also, ich habe erstmal ganz wichtige Fragen an Sie alle, die hier ausgeklammert worden sind. Und zwar einmal, wenn demografischer Wandel angesprochen wird, müsste ja unbedingt auch geguckt werden, wie sind denn Frauen, die überhaupt Kinder bekommen wollen, gesichert. Sichere Arbeitsplätze für werdende Mütter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Schutz des beginnenden Lebens und auch, wenn man sich das wieder anguckt, wie jetzt durch die sogenannten Zukunftsverträge überall Krippenplätze und weniger werden, in Hildesheim 20 Kinderspielplätze abgebaut werden. Es müsste ganz grundsätzlich im Bund, aber auch in der Landespolitik darüber nachgedacht werden, wie ich Maßnahmen ergreife, dass wirklich Mütter und Mutter haben, Kinder zu bekommen und dass diese Kinder gut, auch mit gut bezahlten Erziehern aufwachsen. Das alles ist nicht möglich, ohne, wenn man schon... Mache ich so weiter. wenn man schon das hier dauernd als Gesetz nimmt, wenn sich die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr spreizt, dann muss verdammt nochmal auch eine Umverteilung stattfinden. Hier fehlt dieses Stichwort bei allen Parteien. Ganz entscheidend. Und dann, wenn man sagt, das kann man nicht schaffen, über eine Vermögensumverteilung nachzudenken, wenn die Bundesrepublik vorgeht, dann laufen uns hier alle Investoren und Unternehmer weg. Frau Merkel hat ja immerhin auch den Mut, über eine Transaktionssteuer zu diskutieren. Denke ich, dann sollte auch in der CDU mal ganz mutig alle ganz mutig gesagt werden, dass wir wirklich verdammt nochmal von den Großen mal mögen, was unternehmen müssen. Wir werden sonst auch die Renten für ihre Generation oder schon in 20 Jahren nicht mehr sichern können, wenn wir nicht unterteilen. Das ganz, ganz, ganz deutlich gesagt. So, das sind meine Hauptpunkte. Ja, und ich möchte eine Antwort von allen Parteien dazu. Danke, Christian. Ja, Herr von Klee, das geht leider nicht. Das ist nicht so schlimm, aber ich habe noch gar nicht. Herr von Klee, an Sie habe ich eine Frage. Sie sind das dritte Mal hier auf so einer Veranstaltung und ich habe es zweimal versäumt, Sie ernsthaft was zu fragen. Ohne Witz. Ich bin 45, ich muss mindestens noch 22 Jahre arbeiten. Da habe ich nicht das Problem mit, also natürlich habe ich ein Problem damit, bis 67 zu arbeiten. Aber wir haben heute 1 Million Leiharbeiter in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Leiharbeiter sind jung, die sind nicht alt.
Und diese Leiharbeiter verdienen noch nicht mal das, was sie haben müssen, um einen Punkt bei der Rente zu bekommen. Das sind 32.000 Euro im Jahr ungefähr. Das verdienen die noch nicht mal. Das heißt, was passiert mit diesen Menschen? Das möchte ich von Ihnen eine Antwort haben. Bin ich ernsthaft daran interessiert. Was gedenkt die CDU zu tun mit diesen Menschen in 22 Jahren, wenn ich in Rente gehe? Das ist mir ein völliges Rätsel, weil diese Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, eine ordnungsgemäße Rente sich zu organisieren, wie die Menschen, die bei Pleißner, bei Waggonbau Graf oder bei WABCO in Gronau arbeiten und im Lohn und Brot stehen. Die Leiharbeiter, die jung sind, schaffen das nicht. Aber wie soll das organisiert werden, wenn heute schon sehr viele Menschen mit Aufstockungsmodellen bezahlt werden, finanziert werden vom Staat? Und hinterher sollen die weiterhin vom Staat finanziert werden? Das ist mir ein völliges Rätsel, wo die CDU das zukunftsweisend, Sie haben ja gesagt, es ist besser, mit Aufstockungsmodellen zu arbeiten, als mit Modellen zu arbeiten der Arbeitslosigkeit. Aber wenn diese Aufstocker in 25, 26, 27 Jahren keine anständige, ordnungsgemäße Rente bekommen, weiß ich auch nicht, wo das in dieser Gesellschaft hinführen soll. Und wenn Frau Steinhoff von der Angst der Jugendlichen spricht, kann ich dem nur folgen. Ich habe sehr viele Jugendliche, die ich kenne, die wirklich auch Angst haben, was zukünftig auf sie zukommt. Und CDU und FDP sind zurzeit an der Regierung und wollen auch wiedergewählt werden. Und da habe ich bei Ihnen ernsthaft, möchte ich meine Antwort verraten. Vielen Dank. Hallo? Ja, geht. Sag mal deinen Namen. Dankeschön. Mein Name ist Johnny Ulger. Alles klar. Viele Jahre bei Zygenus AG. Bis zur bitteren Ende. Auch auf der Technikseite, so wie da hinten so ungefähr. Naja, so, ich wollte zu der Rentengeschichte nochmal was sagen. Ich bekomme also schon mehr als 10 Jahre Rente. Ich musste früher ausscheiden aus Gesundheitsgründen. Hat aber da jetzt nichts mit zu tun. Und ich wollte mal sagen, die Rentenerhöhungen in den letzten 10 Jahren sind bei mir, das gilt natürlich auch für alle anderen, 8,73% brutto. 8,73% brutto, habe ich ausgerechnet, anhand meiner Belege, die ich noch habe. Das bedeutet netto 5,26% netto. Prozent, also 5,26% netto ist das dann. Ne? So, jetzt haben wir ja nur noch andere Versorgungssysteme. Und die würde ich jetzt eigentlich mal ansprechen. Wenn Sie vielleicht ein bisschen Bescheid wissen, vorweg möchte ich noch sagen, wenn man sich mal einen Rentenbericht einen Rentenbescheid anguckt, gibt es ja diese sogenannte Bewertungszahl, die der Kollege da eben schon angesprochen hat. Und dann muss man einen Punkt oder 1,8 Punkte haben, natürlich verdienen, um eine vernünftige Rente zu bekommen. Also man braucht also über 3.000 Euro muss man verdienen heute. Das wird ja immer pro Jahr wieder hochgeschoben, nach oben, diese Versicherungspflichtgrenze. Man muss also im Moment über 3.000 Euro verdienen, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Das heißt ungefähr über den Daumen wegen mir 1.000 Euro Rente irgendwann, wenn es soweit ist. Wenn ich eine hohe Rente haben will, dann muss ich 1,8 oder 1,9, dann muss ich aber 45 Jahre 5.800 Euro verdienen im Monat. 5.800 Euro, das ist die Rentenversicherungspflichtgrenze, die zurzeit gilt. Diese Rentenversicherungspflichtgrenze wurde auch ganz bewusst von unseren Regierungen hochgesetzt, um besser mit dieser Zahl 41% irgendwann mal zurechtzukommen. Das ist der ganze Hintergrund dieser Geschichte. So, und jetzt können sich alle hier mal umschauen bei ihren Kindern, wer denn wohl, gibt sicherlich eine ganze Menge, die gut verdienen, aber wer denn wohl als Handwerker eine ganze Ecke über 3.000 Euro verdienen und das unmöglich 40, 45 Jahre lang. Da könnt ihr euch ausrechnen, was diese Leute für eine Rente bekommen. So, wenn wir jetzt mal 5 Jahre weiter sind, dann wird sich das schon mal so ein bisschen aufklären und dann werden wir vielleicht schon 1 Million haben oder vielleicht auch noch mehr, die zum Angehen und Aufstocken, weil nämlich die Energiekosten so hoch geworden sind, Mietkosten oder was auch immer,
So, und dann sind wir schon da, sind wir wieder an dem Punkt, was der Kollege gesagt hat, wer soll das eigentlich bezahlen? So, das jetzt erstmal zu der einen Seite. So, jetzt haben wir ja noch andere Systeme. Wir haben zum Beispiel das Beamtensystem. Und dann haben wir noch die vielen Freiberuflichen. Ich habe eine etwas größere Familie. In meiner Familie ist alles versammelt, was man als Versorgungssysteme so hat. Beamte, Freiberufler, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und all solche schönen Berufe. So, und die haben ihre eigenen Versorgungssysteme. Die zahlen also 5.800 Euro in dieses Versorgungssystem als Steuerberater oder als Wirtschaftsprüfer, verdienen natürlich auch entsprechend, können das dann auch absetzen, über haben wir das steuerlich, kann man das ja heute absetzen. Und bei Vorsorgeaufwendungen, ich kenne mich damit aus. Und wie gesagt, die beteiligen sich an nichts, an gar nichts. Ich meine, ich darf das meinen Kindern nicht. Ich soll laut sagen, ich werde ausgebucht. Aber das ist die Wahrheit. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Die Beamten. Ich kenne in meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die haben 40 bis 45 Jahre ein Postauto gefahren und haben Pakete ausgefahren. Die kriegen 2.400 Euro Pension. Habt ihr das gehört? 2.400 Euro. Das ist nicht gelogen, das ist Fakt. So, ich kenne Fernmeldeleute von der Telekom oder von der früheren Post, die liegen auch in dieser Größenordnung, sind allerdings mit 56 schon nach Hause gegangen. Das kommt auch noch dazu. Gut, das ist Vergangenheit, das können wir nicht wieder zurückdrehen und da müssen wir sicherlich auch irgendwie raus, das ist eben so gekommen. Ich wollte nur damit sagen, ich persönlich bin der festen Meinung, dass wir nur durch den Aufbau einer erwerbstätigen Versicherung, wo alle einbezahlen, so ähnlich wie in der Schweiz, dass wir nur auf dieser Basis irgendwie neu anfangen müssen, damit das irgendwie wieder in geregelte Bahn kommt und muss es eine Mindestrente geben oder was auch immer. So, das ist alles, was ich dazu sagen wollte und ich bedanke mich fürs Zuhören. Jetzt habt ihr noch eine Wortmeldung, die nehme ich jetzt mal entgegen und dann können die Kandidaten erst mal Kandidatinnen und Kandidaten erst mal antworten. Und dann fangen wir von vorne an. Jürgen. Ja, ich habe erstmal zwei Fragen an Herrn Kleben. Er hat in seiner Rede gesagt, die Jugendarbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Das liegt auch daran, weil die Jugendlichen auch zurückgegangen sind. Woran liegt das denn, dass die Jugendlichen zurückgegangen sind? Es kann sich ja keiner mehr drei oder 60 Jahren hatten drei Leute, die Familien drei oder fünf, sechs Kinder. Heute muss man ja froh sein, wenn sich nur einer ein Kind anschaffen kann, weil man das nicht mehr bezahlen kann. So, und dann die Rückmeldung zu dem Kollegen da hinten. Wenn Ihre Kanzlerin sagt, das ist die beste Bundesregierung seit der, nach der Wende, dann müsste das ja alles kein Problem sein, was er hier vorgetragen hat. Da möchte ich mal eine Antwort zu hören. Ja, danke schön. Ja. So, jetzt haben wir jetzt mal eine von denen an und gehen dann so durch weiter. Herzlichen Dank. Also die erste politische Frage war hier vorne, nach der Frage demografischer Wandel und insbesondere der Schutz der Mütter und die Gleichberechtigung im Arbeitsleben, das kann ich voll unterschreiben. Der eine oder andere weiß vielleicht, dass meine Frau und ich drei Kinder haben. Meine Frau ist Ärztin und die arbeitet halbtags oder hat eine halbe Stelle, so ist richtig formuliert. Und man braucht zum Beispiel, um in ihrem Fachbereich Anästhesie den Facharzt zu bekommen, 5 Jahre muss man Praxis nachweisen. Wenn Sie Kinder haben und deswegen eine Haltestelle haben, verdoppelt sich diese Zahl. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, das geht, ich nehme jetzt mal das Beispiel, mir ist besonders nahe, ich glaube, das gilt ja in anderen Bereichen auch, dass allein durch die Tatsache, dass Frauen sich um Kinder kümmern und das bedauerlicherweise in der Werkpraxis in Berlin sein muss, sodass ich mich nicht so einbringen kann, wie ich das gerne täte, dass allein dadurch Frauen ein erheblicher Nachteil auf dem Arbeitsmarkt entsteht, der in vielen Bereichen dann seine Konsequenzen hat. Und ich finde in der Tat auch, dass da viel
gibt, auch für die Frage der Kinderbetreuung. Sie hat das Beispiel Hildesheim genannt. Ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum es in Hildesheim nicht möglich ist, dass sich mal die Stadt mit den großen Arbeitgebern zusammensetzt und man sich auf einheitliche Anfangszeiten einigt. Also meine Frau zum Beispiel muss wie viele andere Kolleginnen um 7:30 Uhr im Parkhaus anfangen und der Kindergarten öffnet um 7:30 Uhr. Also muss man irgendwie diese halbe Stunde oder 20 Minuten, die man zum Arbeitsplatz braucht, überbrücken. Ich finde, da ist wirklich nicht viel Geld erforderlich, sondern einfach ein bisschen Fantasie, dass man diese Dinge besser in den Griff bekommt. Was die Frage der Umverteilung angeht, so würde ich einmal darauf hinweisen, dass 1% der höchsten Einkommen in Deutschland 10% des Anteils der Einkommenssteuer zahlen und 10% der höchsten Einkommen 50% der Einkommenssteuer. Und umgekehrt ist es auch so, also dass es keine Umverteilung gibt, davon kann wirklich keine Rede sein. Also Sie kommen dann sehr, sehr schnell mit dem an die Grenzen des Halbteilungsgrundsatzes, der Spitzensteuersatz in Deutschland über 45%. Dann kommt noch die 5,5% Soli dazu und möglicherweise rechnen Sie auch noch die Kirchensteuer dazu. Dann sind Sie relativ schnell bei dem Bereich, wo man sagen würde, und das finde ich jetzt jedenfalls ein moralisches Prinzip, dass man von dem, was man verdient, mehr als 50% abgeben soll. Und der Kohl lag ja sehr viel höher. Ja, der Kohl lag auch wesentlich mehr Ausgaben. Ausnahmen, der Kohl gab es die, gab es den Solidaritätszuschlag nicht. Und der eigentliche oberste Proportionalzone war auch weiterhin. Also die Belastung heute, die gerade Sie ja spüren, über die Einkommenssteuer ist ja wesentlich höher. Also wenn Sie im Jahr 1990 gegriffen für eine Tafel Schokolade eine Mark gezahlt haben, haben Sie eine Mark 20 verdienen müssen. Heute kaufen Sie die gleiche Tafel, nicht dieselbe, aber die gleiche, also die gleiche Sorte. Sie müssen keine Werbung machen, zahlen Sie 1 Euro dafür und Sie müssen ungefähr 1,30 Euro dafür verdienen, weil Sie höhere Steuern- und Sozialabgaben zahlen. Das ist das, was unter anderem als kalte Progression gezeigt wird. Und je höher Sie den Spitzensteuersatz legen, umso stärker steigt der Tarif auch insgesamt und deswegen ist das ein Problem. Und das zweite ist die Frage der Vermögensabgabe. Da hat es ja entsprechende Forderungen. Jetzt hat der Kanzlerkandidat der SPD, Herr Steinbrück, schon erklärt, betriebliche Vermögen will er nicht mehr nehmen. Damit kann ich Ihnen sagen, fällt ein ganz großer Teil heraus, was ich für richtig halte. Ich bin insgesamt gegen eine Vermögensabgabe, aber ich halte insbesondere, wenn man schon eine macht, wie gesagt, wogegen ich bin, dann sollte man wenigstens Vermögen herauslassen. Bei dem hohen Anteil der Personengesellschaft in Deutschland ist aber ist am Ende so, dass die Masse sehr, sehr klein wird und der Verwaltungsaufwand so groß ist, dass er de facto das, was an eingenommen wird, auch wieder auffrisst. Jetzt die Frage der Zeit- oder Leiharbeit. Das, was Sie geschildert haben, kann ich gut nachvollziehen. Ich will aber dann doch wenigstens darauf hinweisen, dass diese Koalition die erste ist, die für die Zeitarbeit einen Mindestlohn allgemein verbindlich eingeführt hat. Keine Koalition, ja, trotzdem ist er eingeführt. Er ist ja auch tariflich vereinbart. Und deswegen konnte er dann ja auch eingeführt werden. Und es ist übrigens so, dass diese Koalition, die Koalition ist, keine andere hat so viele Mindestlöhne, branchenbezogene Mindestlöhne eingeführt wie diese Koalition. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und darüber hinaus müssen wir natürlich uns überlegen, wie wir das verbessern können. Dazu, ich bin zum Beispiel auch der Ansicht, dass das ist ja auch vereinbart, dass man an einem bestimmten Zeitpunkt an die Equipment ständig zahlen müsste, weil der Vorteil für den Arbeitgeber ja derjenige ist, der sich aus der Flexibilität ergibt und nicht aus dem geringeren Gehalt. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie man an der Qualifikation der Leih- und Zeitarbeiter oder die heute als Leih- und Zeitarbeiter beschäftigt sind, weiterarbeiten kann. Denn die demografische Entwicklung führt dazu, dass sich der Arbeitsmarkt immer stärker zu einem Angebotsarbeitsmarkt entwickelt. Sie kennen die Klagen nach Fachkräften und so weiter, die muss ich hier nicht weiter vortragen. Und je höher die Qualifikation ist, umso größer sind auch die Chancen. Weitere Punkte sind angesichts gebrochener Erwerbsbiografien, die Stichworte Lebensleistungsrente, Mütterrente und so weiter. Ich will da auch jetzt nicht weiter eingehen, will aber nur sagen, dass diese Probleme durchaus gesehen werden und dass ich auch der Ansicht bin, dass dafür Lösungen gefunden werden, auch wenn ich nicht immer der Ansicht bin, dass die Vorschläge von Frau von der Leyen und das bleibt auch bei uns die uns weiterbringen. Auch hier umgekehrt ist nur dasselbe. Die Vorschläge von Frau von der Leyen kritisieren, ist auch wieder eine andere Frage, aber wie gesagt, wir sind ja hier unter uns. Dann die Frage, das ist jetzt mein Lieblingsthema, Beamte, Freiberufler und so weiter.
dazu muss man sagen, verfassungsrechtlich ist festgeschrieben, dass es ein Äquivalenzprinzip gibt. Das heißt, Beiträge und Leistung müssen in einem Verhältnis zueinander stehen. Und wenn Sie alle Freiberufler und Politiker und was nicht mit alles einbeziehen, die dafür genannt werden, dann müssen natürlich auch alle einen Beitrag bekommen. Und dann kommt das Äquivalenzprinzip ins Rutschen. Das Schweizer Beispiel, das immer allgemein angeführt wird, rechnet sich nur dann positiv für die Arbeitnehmer, wenn man das Schweizer Modell mit dem Bundeszuschuss kombiniert, der immer ja auch über 80 Milliarden Euro ausmacht. Das ist aber eine solche Kombination, ist dann klarerweise verfassungswidrig, weil es eben eine Steuer wäre und kein Beitrag mehr. Also, was die Frage angeht der berufsständischen Versorgungswerke, so darf man da auch nicht immer nur die positive Seite sehen, sondern Sie müssen sich mal ansehen, was zum Beispiel mit der niedersächsischen Ärzteversorgung passiert ist, als die in die Schwierigkeiten der Finanzmarktkrise gekommen sind. Das ist ja das, was Henrik Kirch gerade betont hat. Der Schutz vor den Schwierigkeiten des Kapitalmarkts, wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung gewährleistet wird, hat eben dann auch zur Folge, dass Kredite geringer ausfällt, aber man kann nicht beides haben. Da muss man richtigerweise dann auch sagen, entweder tragen das Risiko, da muss ich auch hinnehmen, wenn es eben dann weniger wird oder nicht. Und was die Frage der Rentenanstieg angeht in den letzten Jahren, muss man dazu auch sagen, dass wir in der Wirtschafts- und Finanzkrise das Problem gehabt haben, dass die Realeinkommen der Arbeitgeber im Jahr 2008, 2009 gesunken sind und wir die Rentengarantie gemacht haben, was ich auch für richtig halte, obwohl es systemkritisch war, dass die Renten dann nicht, obwohl sie nach der Formel hätten sinken müssen, sinken, weil ältere Menschen eben noch weniger Möglichkeiten haben, einen Gehaltsausfall auszugleichen, als das andere haben. Auf denen fällt es schwer, besteht zu, aber bei älteren Menschen ist es eben noch schwieriger. Dass man dann aber sagt, sozusagen den Buckel, den man dann ausgeglichen hat, dass der dann erst einmal wieder aufgeholt werden muss, das ist jetzt die Folge gewesen. Das wird aber noch erheblich, wird jetzt ab dem jetzt, glaube ich, in diesem oder im nächsten Jahr, das können Rentenexperten besser sagen als ich, das nachgeholt ist, wird es dann eben bei gleichbleibender Wirtschaftskraft und gleichbleibendem Zuwachs der Reallöhne auch zu höheren Rentenerhöhungen wieder kommen. Und das letzte ist die Frage Jugendarbeitslosigkeit. Das ist einerseits richtig, was die Gesamtzahl angeht, aber ich habe insbesondere auf die niedrige Jugendarbeitslosigkeit hingewiesen, was die Prozentzahlen angeht und die geht unabhängig von der Frage, wie viele. Ja, danke, Herr von Kleben. Einstehend natürlich fest, das möchte ich vielleicht der Autogramme hier nochmal erwähnen. 1998 hatten wir 10% der Bevölkerung, 45% des Vermögens vereinigt. Heute noch vereinigen die 10% 50% auf sich. Das muss man, die Umverteilung von unten nach oben im Fragen des Vermögens ist sehr stark gewesen. Ja, das muss man einfach sehen. Also das wollte ich der Ordnung halber hier einfach nochmal rausstellen. Ja? Und jetzt bis zu dann. Ja. Ja, vielen Dank für Henry. Erste Argumente schon genannt, habe ich hier 10, habe ich gesehen, dass einer Argument 10% der Bevölkerung hat 60% des Vermögens, das ist ungerecht. Und was die Kollegin hier gesagt hat, die Kinder Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Also wenn wir in dieser Gesellschaft schon dahin kommen, dass Kinder zum Armutsrisiko für Familien werden, dann ist hier was nicht in Ordnung. Das ist das, was ich vorhin meinte, hier ist was aus Not geraten. Und wenn diese Bundesregierung auch mit Betreuungsgeld dafür sorgt, dass die, die ihr Kind nicht in so eine Betreuungseinrichtung stecken, auch noch Geld kriegen, dann ist doch das völliger Unsinn, was da familienpolitisch läuft. Das ist nicht. Was mir dazu einfällt, ist, dass die Hälfte der 82 Millionen Menschen in diesem Land Frauen sind. Das kommt ungefähr hin. Wenn man mal guckt, wer in Führungsfunktionen ist, wer Bildungschancen hat, wer Vereinbarkeit Familie und Beruf realisieren kann, dann sind es eben nicht die 50% der Bevölkerung, sondern Frauen haben immer noch Nachteile. Das sieht man bei Bezahlung, das sieht man bei Besetzung von Führungskräften, das sieht man bei vielen anderen. Und wenn man das sich mal sieht, anguckt demografische Entwicklung, dann ist meistens so die Situation in den Familien, dass dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, meistens die Frauen noch dafür zuständig sind, die Eltern und Schwiegereltern zu pflegen. Das ist eine Situation, wo wir wesentlich mehr Unterstützung für Frauen brauchen. Und hier ist Politik absolut gefragt, was zu tun. Herr von Kleben, mit Ihren branchenspezifischen und Lohnuntergrenzen, will ich einfach nochmal dazu sagen, es ist was anderes, das, was
Gewerkschaften und auch SPD fordern, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro als untere Basis. Das muss die Reißleine sein. Das Runterbezahlung darf es in diesem Land nicht geben. Das passt auch nicht zusammen mit einem innovativen und hochentwickelten Industrieland wie Deutschland ist. Deshalb brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land. Einsatz zu dem auch genannten vorhin Reitung des Arbeitsberichts, der da ein bisschen frisiert hat, auch an die Öffentlichkeit zu geraten. Ich glaube, es reicht nicht, wenn man in der Regierung ist und Verantwortung übernimmt für Politik, dass man Dinge beklagt, sondern man muss etwas dagegen tun. Wir haben viele Argumente hier heute ausgetauscht, was Rente angeht. Ich bin da völlig auf der Seite derjenigen, die sich hier zu Wort gemeldet haben, mit ihren Wortbeiträgen. Das, was wir zurzeit an einer Entwicklung haben, an der Gefahr von Altersarmut, nicht nur in einem Bericht darzustellen, sondern da müssen Antworten kommen und da hat das Arbeitsministerium das falsche Konzept oder gar kein Konzept und deshalb brauchen wir auch einen Regierungswechsel. Und letzter Punkt, das, was Johnny gesagt hat, mit der Rentenerhöhung, da gebe ich dir recht, das ist etwas, was auch nicht sein kann, wenn das mit den beitragsfinanzierten Rentenanpassungen nicht funktioniert, dann muss eben der Steuerzahler dort einspringen. Und ich will mal sagen, was ich vorhin gesagt habe, von denen, man darf da nicht mehr als 50%. Also wenn ich mir mal angucke, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was die für Steuern bezahlen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie tanken, wenn sie ihre Familie versorgen, wenn sie Miete bezahlen. Das sind alles auch noch Steuern, die da hinten als Verbrauchsteuern rankommen. Das sind über mehr als 50% ihres Einkommens. Deshalb, ja, geht der Steuerfall, Entschuldigung. Aber es gibt ja andere Dinge, wenn sie sagen wir mal, die Wohnung haben und die in Ordnung halten müssen, müssen die auch steuern. Also von daher glaube ich schon, dass der Anteil von den geringen Einkommen der Verbrauchsteuer wesentlich höher ist. Und das kann nicht sein. Wir brauchen dort einen Ausgleich und das kann man nur mit vernünftigen Tarifverträgen für höhere Löhne, für höhere Einkommen. Vielen Dank. Beiträge für die Arbeitgeber eingefroren sind in Höhe von 11%.
nennen. Und das ist im Grunde seit der Diskussion um die Agenda 2010. Egal, was passiert, egal in welche Richtung die Sachen sich entwickeln, die müssen sich noch nicht mal darum kümmern. Weil im Grunde für sie ist ja festgelegt, dass bei 11% diejenigen, die sich dann zusätzlich versichern sollen oder müssen, um dann Lücken abzusichern, die gerissen werden, wurden in den Wänden und auch noch werden, das sind die Arbeitnehmer an der Stelle. Und das ist das Ungerechte, was da stattfindet. Und wenn man die Rente wieder so finanziert, dass man sagt, erstens, man muss alle mit einzahlen, nicht nur die jetzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, und da möchte ich dem Herrn von Kleben auch widersprechen, das ist zwar richtig, dass das Bundesverfassungsgesetz gesagt hat, es gibt das Äquivalenzprinzip. Ja, Äquivalenz bedeutet, wenn ich was einzahle, muss ich auch was auskriegen. Aber das heißt nicht 1:1. In der Höhe, wie es einzahlen muss, wäre möglich, zum Beispiel eine abgeflachte Kurve zu machen, dass die, die viel Geld haben, auch heute schon, dann auch natürlich was kriegen, aber nicht in der gleichen Höhe wie das, was die bekommen, die nicht wirklich Einkommen haben. Das, was wir in der Tarifpolitik so oft gemacht haben, eine stärkere Anhebung der unteren Lohngruppen, das wäre möglich. Und das heißt in der Konsequenz auch mit stärkerer Absenkung der Abflachung der oberen Einkommensgruppen, das wäre genauso möglich. Von daher ist das System nicht völlig von der Welt, sondern es hat Hand und Fuß, auch wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das direkte Äquivalenzprinzip ist nicht möglich. Aber vom Grundsatz her ist es möglich, eine abgeflachte Kurve zu beschreiben und das dann einfach auch auf den Weg zu bringen und das entsprechend auch zu machen. Von daher würde ich mir wünschen, dass die Diskussion sich weiter in die Richtung geht, dass man das wieder aufgreift, was früher mal gewesen ist, unter dem Punkt, dass es realistisch ist, dass es machbar ist und das ist, was den Menschen was bringt, oder wo auch das Stichwort Umverteilung dazu gehört. Nochmal als letzten Schwenker. Umverteilung ist immer mitten im Kernbereich zwischen dem Interessenkonflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das muss uns klar sein, wenn wir da wieder reinpacken, Dinge anders verteilen wollen, dann wird das kein Spaziergang, sondern werden wir sehr genau den Widerstand der Arbeitgeberseite an der Stelle zu spüren kriegen, weil an dem Beispiel Rente, dass die nicht mehr als 11% zahlen müssen, das ist sehr komfortabel für die. Deswegen finde ich, wenn wir das anders haben wollen, müssen wir noch viel diskutieren, viele Leute auf unsere Seite bringen und natürlich auch ein tolles Ergebnis bei den Bundestagswahlen hinlegen. Eine Bemerkung noch zur Frage, wir reden über Rente. Wir müssten eigentlich auch über Krankenversicherung reden. 15,5% wird ja eingezahlt und 0,9% zahlen die Arbeitnehmer mehr. Und da müsste man was zu sagen. Das ist ja auch eingeführt worden und das ist 7,3% festgeschrieben. Wenn die Krankenkosten steigen, dann wird das einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auf die Versicherten abgewälzt. Nur damit es klar ist. Also da vertreten nicht, da hätte ich ja auch noch mal kein Problem in der Auskunft drüber. Aber lasst mir erstmal Herrn Dr. Fett. Ja, ich habe ja meine schöne Position direkt neben der totalen Umverteilungs- und Gleichheitsfraktion. Ich habe das Gefühl, Sie wollen die Wirtschaft kaputt verteilen. Denn wenn Sie diese Ziele verfolgen oder umsetzen können, ob Sie nicht die Sie verfolgen, dann geht unsere florierende oder funktionierende Wirtschaft mit Sicherheit kaputt. Denn Arbeitsplätze. Aber Tatsache ist doch, dass Arbeitsplätze von Investitionen und von Kapital geschaffen werden. Und wenn Sie, wir haben ja, was Herr von Kleben schon deutlich gemacht hat, Steuergesetze, die gerade große Einkommen und Vermögen deutlich belasten, auch richtig belasten, aber wir haben andererseits auch eine Steuergesetzgebung, die gerade den Mittelstand übermäßig belastet, nämlich die Steuerprogression, die kalte Progression. Wir haben also Steuereinnahmen, die in einigen Bereichen nicht in Ordnung sind, im Mittelstand. Wir haben für große Einnahmen und Einkünfte eine
sehr hohe Belastung, das ist auch in Ordnung mit dem Umfang, wie es da ist. Und wir haben natürlich nicht überall gleiche Einkommen. Und ich frage Sie, wollen Sie denn wirklich auf den Weg sich begeben, die Einkommen überall zu nivellieren? Das kann doch nicht im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft sein, die auch von Wettbewerb und Leistungsfähigkeit leben muss. Und ich meine, solche Wirtschaftsmodelle und solche Gesellschaften hat es ja schon gegeben. Sie brauchen ja gar nicht so weit wegzuschauen. Wir hatten ja auch in Deutschland ein solches Modell und ich warne davor, sich auch in solche Richtungen zu begeben. Mich warnen Sie oder wen? Bitte? Wen warnen Sie? Wen warnen Sie davor? Weil ich den Rundschlag eben nicht verstanden habe. Ich warne unsere Bevölkerung davor durch eine Wahlentscheidung, die zum Beispiel die Partei der Linke stützt, sich in Richtungen zu begeben, die falschen sind. Und davor habe ich Sorge. Ich habe nur gesagt, dass die Vorschläge der Linken hier, die hier schon genannt worden sind, in die absolut falsche Richtung gehen. Darf man eine Zwischenfrage stellen? Vor 4 Jahren hat sich garantiert in Berlin, der Vorsitzende damals Westerwelle, der Netto vom Brutto, was ist davon war geworden? Gar nichts. Jetzt machen Sie hier. Doch, für die Flanke. Das sind ja zwei verschiedene Taschen. Dass ich persönlich mit der Umsetzung unserer Steuerforderungen in der jetzigen Koalition nicht 100% einverstanden bin, das sage ich offen. Ich sage dann in konkreten auch. Aber das ist eine Koalitionsentscheidung. Während das, was Sie ansprechen, Umverteilung und Bewegen Richtung der Sozialismus, wie wir ihn mal in der DDR hatten, kenne mich da aus. Ich habe sehr viele Verwandte. Wahrscheinlich kenne ich mich in der Geschichte sogar etwas besser aus als Sie. Dieses wäre nicht der Weg, den ich mir wünsche. So, zum Thema Frauen und Kinder. Meine Tochter ist Diplom-Ingenieurin Elektrotechnik und mein Schwiegersohn ist Informatiker. Beide zusammen haben jetzt die von der jetzigen Regierung eingeführte Elternzeit voll genutzt. Mein Enkel wird wechselweise betreut. Und das ist auch gut so, dass diese Regelung gekommen ist. Wo es sicherlich noch Probleme gibt, ist die Gleichberechtigung im Einsatz von Führungskräften für Frauen, wobei man dann aber auch in solchen Branchen, und da spreche ich auch aus Erfahrung, in Branchen der Ingenieurindustrie, man auch sehen muss, wie viel Absolventen mit Ingenieurausbildung von Frauen es dort gibt. Und wenn Sie nur in einer Universität oder in einer Fachhochschule oder in einem Lehrbetrieb nur 8-10% Frauen haben, dann können Sie schlecht 50% in den Führungsebenen fordern. Das heißt also, eine Quote, eine feste Quote ist in einigen Bereichen unsinnig, wohl die Förderung durch entsprechende familienpolitische Maßnahmen. Ja, lassen Sie mich, es gibt noch ein paar andere Punkte, aber ich habe schon genug gesprochen. Mögen Sie ja meine Kollegin von den Piraten noch. Danke, Herr Dr. Feld, für Ihre Ausführungen. Und jetzt kommt Frau Gütz-Gast-Stein-D. So, ich werde es kurz machen. Was die von Ihnen angesprochene Frage zum Mutterschutz, zum einfachen Einstieg von Frauen, wieder Einstieg in den Beruf nach der Kinderpause angeht, ich kann es mir zurzeit nicht leisten, eine Familie zu gründen und ich kann es leider nicht an meinen Freund abgeben. Ist einfach so. Ich glaube, für Familien, die wirklich auf die Erwerbstätigkeit der Frau angewiesen ist, als Elternteil, denen hilft 150 Euro nichts, das ist Pillepalle. Ab
abgesehen davon, dass es wieder eine weitere Transferleistung ist, die verweiselt, aufgeteilt, nachgeprüft etc. pp. Werden muss. Also ein weiterer Klotz an beiden, den wir nicht mögen. Aber ich finde es auch erstaunlich, dass, dass einerseits hier viel gesagt wird, ja, jetzt müssen es muss lauter Kitas geben. Ich bin auch natürlich dafür, dass jede Familie frei entscheiden soll, die Möglichkeit haben soll, das Kind in eine Kita zu geben oder nicht. Ich finde es aber auch schwierig, wenn gesagt wird, alle Frauen müssen jetzt ihre Kinder in Kitas geben, damit sie jetzt unbedingt wieder arbeiten können, wenn wir uns davor eine Stunde lang darüber unterhalten haben, wie prekär die Arbeitsplätze sind und wie es eigentlich nicht genug sozialpflichtige Arbeitsverhältnisse gibt mehr. Ich glaube, da ist auch niemandem mehr geholfen, wenn diese ganzen Frauen dann in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Da habe ich ein bisschen ein Problem mit. Ich finde es viel besser, wenn Erziehungsarbeit, die Arbeit, die darauf aufgewendet wird, die eigenen Kinder zu erziehen oder ältere Menschen, ältere Verwandte zu pflegen, wenn dies auch endlich als lohnenswerte Arbeit anerkannt wird in dieser Gesellschaft. Und da kommt nämlich genau wieder dieses bedingungslose Grundeinkommen an. Dass eben nicht mehr nur die erwerbstätige Arbeit, die heute nur von wenigen Menschen noch ausgeübt wird und von noch weniger Menschen in der Zukunft ausgeübt werden kann, dass wir davon mal abweichen und uns mal den Wert der Arbeit, die andere Menschen in der Gesellschaft leisten, Gedanken machen. Nämlich die erziehenden Mütter, die zu Hause bleiben und sich um ihre Kinder kümmern. Nämlich die Frauen und auch die Männer, die zu Hause bleiben, um Verwandte zu pflegen. Und vor allen Dingen auch die sozialen Berufe, die bei uns in Deutschland leider einen viel zu geringen Wert haben. Und dafür, deswegen bin ich auch für das bedingungslose Grundeinkommen. Was die Umverteilung angeht, wir sprechen uns schon seit langem für eine Finanztransaktionssteuer aus, dass diejenigen, die risikoreiche Finanztransaktionen tätigen, für große Unternehmen oder Leute mit sehr hohem Vermögen, dass die eben auch die Risiken tragen und die es eben nicht einfach nur im Ausland tätigen können, etc. Stichwort, das ist jetzt viel in der Presse, Offshore Leaks. Grundsätzlich finde ich es auch fairer, Vermögen auf einer Kurve zu besteuern, als Einkommen in verschiedenen Sätzen. Ich bin kein Fan von dieser kalten Progression, die Herr von Kleben hier gerade erwähnt hat, wieder sehr wortreich und sehr wenig nachvollziehbar, möchte ich das auch noch mal sagen. Ich finde es schwierig, dem zu folgen. Und es geht bestimmt auch vielen anderen so hier im Saal. Aber ich denke, das ist auch die Aufgabe der Politik, politische Prozesse und politische Fakten anschaulich und einfach darzustellen, sodass man ihnen folgen kann. Jugendarbeitslosigkeit. Ja, ist auch das Thema für mich. Wir haben in Deutschland im Moment die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa mit. Das liegt aber nicht daran, dass wir so toll daran sind, das liegt daran, dass es die anderen gerade im Moment nur noch viel, viel härter trifft, nämlich Spanien und Griechenland. Von daher denke ich nicht, dass das irgendwelche Lorbeeren sind, auf denen wir uns ausruhen sollten. Besonders, wenn selbst die Arbeit, die auch von Jugendlichen und jungen Menschen ausgeübt wird, eben wiederum nicht zu sozialer Absicherung und zu einer vernünftigen Möglichkeit, die Zukunft zu planen, führt. Das wäre meine Antwort. Dankeschön. Mit Blick auf die Uhr, Harald, du hast dich noch zu Wort gemeldet, du bist jetzt auch dran und wenn man da hinten kommt nochmal und dann machen wir den Deckel zu, dann machen wir den Deckel zu, noch drei Wortmeldungen, Harald, dann bist du dran, jetzt danach habe ich jetzt nicht gleich, erst kommt Harald dran. Keinen Kandidaten geschickt haben, hast du gesagt, wir sollten das sozusagen auf dem Wahlzettel ein bisschen danken. Also wer wirklich einen Regierungswechsel will, dazu werden die Grünen benötigt. Das schafft die SPD nicht alleine und die CDU schafft es auch nicht alleine, wenn die FDP nicht reinkommt. Dann gibt es höchstens eine Regierung, einen kleinen Regierungswechsel, nämlich die Große Koalition. Für einen wirklichen Regierungswechsel werden die Grünen unbedingt benötigt, weil die Linken ja von allen Parteien als Regierungsbeteiligung ausgeschlossen werden. Ne, das muss man also bedenken. Und Parteien der Agenda 2010 sind im Prinzip CDU, der Kleber benutzt ja auch, der lebt ja auch sozusagen, oder Merkel lebt ja auch von den Erfolgen der Agenda 2010. Die 2010, da sind CDU, SPD und Grüne alle dafür gewesen. Also wer die nicht wählen will, der muss natürlich die Grünen wählen. Aber wir haben einen wirklichen Regierungswechsel, da werden die Grünen ganz klar für benötigt, sonst geht es weiter wie es denn. Ja, danke für den Hinweis, aber auch schon mal herzlichen Dank.
Und jetzt kommt Computerstar. Ja. Es geht nicht. Eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte, das geht nicht, das Ding hier. Einschalten. Das geht. Jetzt? Einschalten. Andere Seite. Das geht nicht alleine. Okay, es geht ganz mit ganz großem Ausrufezeichen. Schaffe ich nicht. Ganz großes Ausrufezeichen, Steuerflucht. Ja? Wenn es unseren Medien vorgehalten bleibt, in der letzten Woche nachzuweisen, dass Milliarden auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen mit Hilfe der Banken so ins Ausland geschafft werden können, dass wir sonst noch viel rabiater über Umverteilung nachdenken könnten, ist das wirklich ein Armutszeugnis für die jetzige Regierung. Und ich erwarte ganz laut von Herrn Westphal, dass Sie dafür sorgen, dass diese Steuerflucht aufhört, dass die Finanzämter genug Unterstützung bekommen, dass wir wenigstens genug Vermögen haben, um dann neu über Umverteilung nachzudenken. Aufgepasst. Okay, ja. Mein Name ist Ludwig Bornes, ich bin Rentner. Näher ran. Das waren die Adressen der Linken. Klingt alles wunderschön. Ich habe aber dieses System auf eigene Leiche gespürt und erlebt. Das hat mich in die geführt und alles andere war damals vorgekommen. An die Adresse der FDP. Hier im Saal wurde gesagt, was machen wir mit den Millionen, die da so billig arbeiten müssen? Da gibt es einen Vorschlag, wir regeln über unsere Kinder. Damit wir nicht alles selber versaubeuten oder verbraten, bewahren wir etwas, geben unseren Kindern das, steuerfrei, schaffen sie die Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer abschaffen. Total. Dann können wir den Kindern was abgeben und der Staat spart uns die Leistung. Sorry. Das war's eigentlich. Was? Ja, gerechter. Für alle. Oh mein. Komm her, sag was. Komm hier. Ich habe ungefähr drei Wochen, da habe ich eine Bildzeitung zu dem Bericht, hat mir jemand gegeben. Da habe ich einen Artikel mit mir ausgespielt. Das gilt an alle, an euch da. Ich lese es mal ganz kurz vor. Ein reichster Sportler aller Zeiten verdiente schon über 620 Millionen Euro. Vier Villen in Florida, 15 Millionen Euro, ja. Dann Verträge mit Nike, 15,5 Millionen Euro pro Jahr. So, geht's weiter. Rolex-Verträge, 2 Millionen Euro pro Jahr. Pepsi-Cola, 77 Millionen für 5 Jahre. Das ist der Golfer Tiger Woods. Jetzt frage ich euch mal alle, ist sowas noch normal? Ist sowas noch, wenn man diese Summe hört, 620 Millionen? Und unser Meister muss hier seine paar Kröten versteuern, noch auch noch die Rente, aber die fahren auch noch auf unseren Straßen. Wir suchen unsere Theater, die wir hier finanziert haben, und die bezahlen kein Pfennig Steuern, weil sie dann auf diesen Inseln da ihr Geld hinschaffen. Da möchte ich mal hören von Ihnen, Herr Kollegen, und den Herren von der FDP, was ihr dazu sagt. Hauptsächlich ihr beide. Danke für deine Aufregung, das ist verständlich. Ich denke, es ist auch berechtigt. Und wir wollen jetzt abschließend Herrn von Kleben noch mal hören, auch zu den Krankenversicherungsbeiträgen. Da habe ich ja eine Frage gestellt. Da wird er, also das ist ja unser Frau von der Lage, jetzt sind wir ja unter uns. Ja. Jetzt sind wir wirklich unter uns, jetzt wird er offen mit uns reden. Also, da würde ich gerne mal eine Meinung zu reden, das Wort von Herrn Professor Selbst, der auch noch von Herrn Tiger Woods gebracht hat. Bitte? Ach, in der Besteuerung von Herrn Tiger Woods. Ja, haben Sie was gesagt, ja. Darf ich dazu dann auch was sagen? Ja, gut, okay, das sagen Sie dann auch. Ich habe noch reden kommen jetzt. Und dann machen wir Schluss. Der Tiger Woods ist ja amerikanischer Staatsbürger, deswegen unterliegt er und auch nicht. Er würde aber mehr bezahlen bei uns auch.
aber ich beneide den Kerl auch. Eine neue Freundin hat er auch noch, also das ist. Ich bin halt nicht so sportlich. Das ist ja nicht so. Wenn ich selber so reich. Auf diese Weise mein Geld verdienen könnte. Es ja, gibt ja die neue Freundin bin. Auch im deutschen Sport. Aber das ist eben ist die Marktwirtschaft. Also, da würde ich, also was die Frage der. Wenn, und am Ende ist es ja, sind wir es ja alle, die die Fußballer oder was Profis bezahlen. Dadurch, dass wir in die Stadien gehen, dass wir die auch das alles einschalten, hängt dann durch deren Werbeverträge und so weiter. Jetzt müssen wir jetzt gemeinsam beschließen, keine Sportshow mehr zu gucken, damit die Gehälter weniger werden. Ich kann eigentlich darauf, ich finde es richtig, dass wir einen Spitzensteuersatz haben von 45% plus Soli, ich habe es gerade gesagt. Das heißt, sie geben von dem, was sie verdienen, gut die Hälfte ab. Ich persönlich habe Schwierigkeiten damit. Ich habe dem zweimal im Kabinett zugestimmt, dass die internationalen Sportverbände heute verlangen, dass wenn sie ein Sportturnier ausrichten, sie unter anderem Steuerfreiheit versprechen müssen. Also das, was an Gehältern bezahlt wird für eine Fußball-Weltmeisterschaft, 2006 hatten die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, tritt die FIFA oder tritt das Internationale Olympische Komitee an die jeweilige Regierung heran. Und die haben einen festen Katalog von Forderungen, was der Staat übernehmen muss, und insbesondere auch welche Steuernachlässe oder welche Steuerverzichte üben. Das würde, das, ehrlich gesagt, passt mir das nicht. Die Folge wäre bloß, dass wenn man dem nicht zustimmt, würden die einfach nicht mehr zu uns kommen, sondern keine politische Spiegel und keine Fußball-Weltmeisterschaft, keine Fußball-Europameisterschaft mehr in Deutschland stattfinden. Auch das ist ja auch kriminelle Eigenschaften. Ja, ich würde ja dieses Beispiel nicht nennen, wenn es nicht Anlass gäbe, darüber zu sprechen. Und, aber Sie können sich auch vorstellen, dass es auch keine Bundesregierung durchhalten würde, wenn man sich bewirbt für eine solche Sportveranstaltung, dass man dann nicht ein entsprechendes Angebot macht. Da sind wir in den Händen der internationalen Sportverbände. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Form der IG Metall, wo man sich vorstellen könnte, zu sagen, keine Fußball-Weltmeisterschaft mehr in Deutschland, keine Europameisterschaft mehr. Aber nur weil wir gerade das Beispiel Sport hatten. Ja, das geht gar nicht um. Wer finanziert denn diese Gelder? Das ärgert mich genauso wie Sie und deswegen habe ich es angesprochen. Ich habe aber nur gesagt, wenn die IG Metall jetzt sagen würde, mit anderen wesentlichen Gesellschaftsgruppen, wir verzichten auf internationale Sportveranstaltungen, weil wir so etwas nicht mehr mitmachen, dann möchte ich mal sehen, was in diesem Land los ist. Das ist ja nur mal ein Beispiel. Und wenn wir wirklich, ich will jetzt hier keine Abstimmung machen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier eine Mehrheit dafür wäre, dass wir auf alle internationalen Sportveranstaltungen in Deutschland verzichten. Obwohl eben die Bedingungen so sind. So. Der zweite Punkt, ich bin gegen die Abschaffung der Erbschaftssteuer, habe mich aber trotzdem gefreut, die Forderung bei der IG Metall zu hören. Und ja, dann ist eine ironische Bemerkung, habe ich mir schon gesagt. Ich will nur Folgendes sagen, von mir aus könnte die Erbschaftssteuer auch höher sein. Es gibt bloß ein Problem und da haben wir wieder das besondere System in Deutschland mit der betrieblichen Erbschaftssteuer. Denn wenn Sie zum Beispiel einen Baumarkt nehmen, wie den, der am Bahnhof in Hildesheim dagegen steht, dann müssen Sie die Erbschaftssteuer dieses Baumarktes nach dem Umsatz berechnen und nicht nach dem Wert der Immobilie. Denn wenn der Baumarkt nämlich pleite macht und dieses Betonmonstrum steht dann herum, dann finden Sie niemanden, der nur bereit ist, für 1 Euro das zu kaufen. Und wenn Sie die Erbschaftssteuer erhöhen, dann kommen Sie in das Problem, dass Sie irgendwann einmal die Besteuerung so hoch ist, dass sich das nicht mehr lohnt, den Betrag, diesen Betrieb an die nächste Generation zu übertragen oder dass die Risiken zu hoch werden. Und deswegen haben wir ja gemeinsam mit der Großen Koalition uns überlegt, dass der Erhalt von Arbeitsplätzen ein Kriterium sein kann, betriebliche Vermögen weniger mit der Erbschaftssteuer zu belegen als andere. Nur haben Sie da wiederum das Problem, dass der Bundesfinanzamt mittlerweile sagt, dieses Kriterium ist nicht ausreichend verfassungswidrig, das heißt, man müsste auch von den Betrieben höhere Erbschaftssteuer verlangen. Und dann sagen natürlich die Eltern, sagt die Inhabergeneration, dann verkaufe ich lieber den Betrieb an Dritte und vererbe meinen Kindern das Geld, dann müssen sie zwar auch das Geld Erbschaftssteuer zahlen,
aber sie haben das, was dann nach der Steuer übrig bleibt, sicher und haben das ganze unternehmerische Risiko nicht mehr. Und auf diese Frage, muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich bisher keine vernünftige Antwort gefunden. Und wenn die IG Metall eine gute Idee hat, das sage ich jetzt gerade ironisch, das bin ich sehr dafür, die zu hören, aber dieses Problem aus der Erhöhung des, aus dem verständlichen Wunsch, die Erbschaftssteuer zu erhöhen, weil das eigentlich ja die gerechteste Form der Vermögensbesteuerung ist, das, was man sich in seinem Leben aufgebaut hat, da finde ich, kann man doch mit gewissem Grund sagen, das habe ich alles schon mal versteuert, das ist auch die Frucht meiner eigenen Arbeitskraft. Aber das, was man in die nächste Generation weitergibt, von einer gewissen Größe an, würde ich mal sagen, ist ja auch, ist irgendwann ein Vermögen auch lästig oder hindert die Kinder daran, sich selber anzustrengen. Aber dieses Problem mit der Übertragung der Betriebe, das ist verfassungsrechtlich aus meiner Sicht nahezu unlösbar. Dritter Punkt, Steuerflucht. Da will ich nur sagen, auch das ist ein schwieriges Thema. Das deutsch-schweizerische Steuerabkommen, das ja bedauerlicherweise im Bundesrat gescheitert ist, ist gescheitert wegen der weiterhin Anonymität derjenigen, die ihre Konten in der Schweiz haben. Diese Anonymität gibt es vom Prinzip aber auch in Deutschland, weil es eine Quellensteuer ist. Das Problem ist bloß, dass wir jedes Jahr über 10 Milliarden verlieren, weil diese Beträge in die Verjährung rutschen. Und allein dieses Geld hätten wir schon in diesem Jahr gehabt, wenn das Steuerabkommen beschlossen worden wäre. Und bei der letzten Frage Krankenversicherungsbeiträge, da geht dasselbe wie für die Rentenversicherungsbeiträge. Im Grunde ist doch die Frage, sind doch die Arbeitgeberbeiträge aus Sicht des Arbeitgebers volkswirtschaftlich betrachtet vorenthaltener Lohn. Also ob es aus Sicht des, Arbeitgebers die Parität bezahlt, oder ob er einen eingefrorenen Betrag zahlt und dafür dann woanders mehr zahlen muss, ist für ihn Jacke wie Hose. Oder ob sie weniger Lohn bekommen und dafür die Parität bezahlt wird. Die Idee der ganzen Sache, und das ist auch eine Sache gewesen, die zwischen SPD und CDU unbestritten war, ist gerade in Zeiten schwieriger Arbeitsmarktsituationen die Kalkulierbarkeit für den Arbeitgeber zu erhöhen, dass er weiß, die Lohnnebenkosten steigen nicht, für mich nicht zusätzlich mit der Arbeitslosigkeit. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und ich glaube, das hat sich insgesamt auch bewährt. Und bei den Krankenversicherungsbeiträgen muss man ja weiterhin auch nochmal wiederum sehen, dass als Ausgleich für die Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge ja auch die Übernahme der Beiträge für die Kinder aus Steuermitteln mit einem Zuschuss von mehr als 15 Milliarden bezahlt worden ist. Also da gibt es dann auch wirklich eine Beteiligung, das ist ähnlich wie bei der Rente, eine Beteiligung derjenigen, die nicht davon profitieren, aber trotzdem höhere Einkommen haben und auf diese Weise eben auch wieder den Jahrertrag leisten. Ja, danke. Und dafür, dass die Krankenkassen so gut gewirtschaftet haben, werden jetzt 2 Milliarden von Steuergeldern rausgeholt. Aus dem Gesundheitsfonds. Ja, die werden in der Krise erstmal reingetan. Also ich, ist klar. Ich verstehe das. Also jetzt kommt Herr Unterfeld. Sie sind dran. Sie haben sich noch mal zu Wort gemeldet. Ich bin ja gefragt worden, das ist dem, was Herr von Sehen gesagt hat, ja wenig hinzuzufügen. Außer, dass ich kein Freund der Erbschaftssteuern bin, die bekannt ist. Wir wollen halt, dass gerade bei mittelständischen Unternehmen die nachfolgende Reaktion auch das Unternehmen weiterführen kann und einige andere Argumente. Aber ich hake auf den Punkt der Riesengehälter der Sportler nochmal ein, was ja nicht allein ein Punkt ist, der ärgerlich ist, sondern auch die immensen Gehälter von DAX-Vorständen oder wenn Sie sich anschauen, was manche Moderatoren im Fernsehen für, die ja dann nicht mehr angestellt oder öffentlichen Rechtlichen sind, sondern privatwirtschaftliche Unternehmer sind, was die verdienen. Nur, was kann man denn dagegen machen? Also, ich bin kein Freund davon, jetzt mit der Rasierklinge ranzugehen und sagen, das darf man nicht. Das ist abgesehen davon, dass das auch eine Neiddiskussion ist. Ich meine, dass man bei den Aktiengesellschaften, und da gibt es ja auch konkrete Überlegungen, so vorgehen muss, dass man den Eignern, nämlich den Aktionären, mehr Einfluss auf die Gehälter geben muss. Das wäre auch ein eigentumsrechtlich sauberer Weg, um zu verhindern, dass diese riesen überzogenen Gehälter da sind, dass ein erfolgreicher Vorstand mehr verdienen muss als
ein mittlerer Manager oder auch eine Arbeit ist auch ohne Zweifel so. Bei den Sportlern ist es natürlich besonders schwierig zu beurteilen. Denn da sind wir alle, das hat Herr von Kleen auch schon gesagt, da sind wir ja alle im Boot. Jeder, der sich ein Fußballspiel im Fernsehen anschaut oder auch eine andere Sportart, führt zu Quoten, Quoten führen zu hohen Werbebudgets, hohe Werbebudgets haben dann wieder zur Folge, dass die Sportler, die hohe Quoten hervorrufen, dann auch hohe Gehälter bekommen. Ja, ich würde aber trotzdem, auch wenn die Presse schon weg ist, nicht wagen zu sagen, gucken Sie keinen Fußball mehr. Sie haben doch in diesem Bereich, und eben ist es auch im Fernsehen, mit den Einschaltquoten, die Moderatoren, die hohen Quoten haben, bekommen die hohen Werbeeinnahmen, damit die hohen Gehälter. Das ist marktwirtschaftlich wohl in Ordnung, wobei man bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten natürlich schon ein paar Fragezeichen machen kann, ob das alles so richtig ist, dass sie sich über Werbeeinnahmen finanzieren dürfen, ob das nicht geändert werden sollte. Aber da waren wir auch schon lange in der Diskussion auch mit den Ländern und sind zu dem jetzigen Vertrag gekommen, der aus meiner Sicht auch noch änderungsbedürftig ist. Nur generell, man kann sich darüber ärgern, nur generell sagen, es darf keiner mehr als das, was ich 500.000 verdiene, das ist eine Gleichmacherei, die niemandem gerecht werden würde. Ja, danke, Herr Dr. Bernfeld. Jetzt ist vorbei, funktioniert das? Ja, funktioniert. Jetzt bist du dran, Herr Vesper. Ja, vielen Dank, Henry. Es sind eine ganze Menge wichtiger Punkte nochmal angesprochen werden. Erlaubt mir bitte auch da nochmal drauf einzugehen. Also wir haben in der sozialen Marktwirtschaft, da gehen wir davon aus, dass das alle wollen, ein Versprechen. Es gibt keine Superreichen, aber auch keine Bettelarmen. Und das, was wir zurzeit erleben, das, was der Kollege gesagt hat, hier mit Einkommen, das ist unvorstellbar für jemanden, der mal locht und am Monatsende in seine Nottüte guckt. Schon alleine Millionen. Der wird ein ganzes Leben nicht verdienen. Und von daher ist das eine Heuchelei, die da passiert. Und wir müssen gucken, dass wir von der Politik natürlich nicht Einkommensgrenzen erfällen. Aber wir müssen die, die so viel verdienen, die müssen auch ihren Beitrag leisten, die Steuern hier. Jetzt brauchen wir eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, damit was hier in die Kassen kommt. Damit Bildung und Kindergärten finanziert werden können von dieser Krise. Das ist der Punkt, den Politik als Aufgabe mitnehmen. Hier geht es gar nicht darum, das zu begrenzen, die Einkommen. Das Zweite, es gibt die Möglichkeit, dass man Unternehmen sagt, also 500.000 Euro Jahresgehalt, das könnt ihr steuerlich einsetzen, absetzen als Kosten für Vorstände und alles, was darüber hinaus ist, müsst ihr anders steuerrechtlich behandeln. Also auch dort gibt es Instrumente, etwas zu machen. Und das, was Steuergerechtigkeit angeht, eben ist ein paar Mal die Schweiz gefallen. Oder das, was Sie vorhin gesagt haben mit den internationalen Steueroasen, was die letzten Tage durch die Medien ging. Also eine normale Arbeitnehmerin, ein normaler Arbeitnehmer hat keine Chance, da irgendwo Steuern zu hinterziehen. Das wird ihm abgerufen und dann wird das abgeführt jeden Monat und das ist weg. Und die Frage ist doch, mit wie viel Transparenz wir ein System belegen, was jetzt noch als Banken vor ein paar Jahren mit Steuergeldern gerettet, weil es so schön ist, systemrelevant, und jetzt Banken hingehen und ihre Kunden beraten, wie sie den Staat bescheißen können, wie sie Steuern hinterziehen können. Das ist doch schon ein Deshalb hat der Steinbrück mit seinem Konzept, was er vorgelegt hat, und ich hatte ja auch ein paar blaue Flecke geholt, da gegenüber der Schweiz, Transparenz eingefordert. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, Steuerehrlichkeit, Transparenz, die ist dringend notwendig und viele, viele Dinge, die wir dringend brauchen, wovon die Reichen auch profitieren. Das, was wirtschaftlicher Erfolg in Deutschland möglich macht, das sind nicht die paar Millionäre, sondern das sind die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gut qualifiziert, motiviert jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist die Basis für unseren Wohlstand und nicht die paar Millionäre, die hier ihre Kinder am Tag vorbeiführen. Letzte Bemerkung, oder vorletzte. Was die Krankenversicherung angeht, bin ich für eine Bürgerversicherung. Alle zahlen daran. Privat oder gesetzlich. Und da ist auch keine Unterschiede. Ich finde das unmöglich, dass ein Privatversicherter sofort einen Termin kriegt beim Fahrrad und ich muss 3 Wochen warten. Was ist das für ein System?
Wir brauchen hier ein System, was soziale Gerechtigkeit schafft, das heißt eine Bürgerversicherung, alle zahlen ein. Es gibt hier keine Zweiklassenmedizin. Alle haben die Möglichkeit, am medizinischen Fortschritt sich zu beteiligen, auch die dementsprechend medizinische Weiterentwicklung auch genießen zu können. Und deshalb brauchen wir dort eine Bürgerversicherung. Und letzter Punkt, Karin hat vorhin gesagt, vergesst mir die Grünen nicht. Aber ich hatte in Niedersachsen ganz gut geklappt. Ich finde, das ist ein gutes Modell auch für Berlin. Von daher stehe ich für Rot Grün. Vielen Dank, Herr Dr. Als letztes, natürlich als vorletztes, kommt dann, hier erstmal kommt Vincent Steinhoff und als letztes kommt dann Dr. Ja. Ja, sicherlich ist es schwierig, wenn man selbst nur über sehr begrenzte Mittel verfügt, andere Leute zu sehen, die mit nach dem eigenen Selbstempfinden weniger Arbeit oder weniger wertvoller Arbeit und so verdienen, die sie in ihrem eigenen Leben nie ausgeben können, die sie dann weiter vererben, dass ich keine Vermögensvollkunft und auch eine, lassen wir uns ehrlich sein, eine Machtwirkung in einem gewissen Sinne ergibt. Ich finde es aber schwierig zu sagen, was leistet ein Spitzensportler für die Gesellschaft oder was leistet der Krankenpfleger für die Gesellschaft. Ich denke, die Wertschätzung einer Arbeit allein durch Leistung zu definieren, bringt uns in die Bredouille, dass wir nicht genau wissen, woran wir diese Leistung festmachen sollen. Machen wir sie an Arbeitszeit fest, machen wir sie an der freien Marktwirtschaft fest, was am meisten gefragt ist, ist dann auch am meisten entlohnt. Ich möchte gerne, dass wir uns fragen, was macht uns glücklich? Mich persönlich würde es glücklich machen, in dem Arbeitsbereich zu arbeiten, für den ich sehr gut ausgebildet bin. Ich habe einen Mastersabschluss im Bereich internationale Beziehungen und Diplomatie. Ich bin spezialisiert auf Nordafrika und den Nahen Osten und ich habe sehr, sehr viele gute Ideen, wie wir die deutsche Entwicklungspolitik transparenter und effizienter gestalten könnten. So, nun nehme ich in Hildesheim und unterrichte Nachhilfe. Ja, also wie gesagt, dann wäre es mir auch egal, wie viel ich dafür bezahlt werde, solange ich davon leben könnte. Und wenn ich für das, was ich gerne tue, genug bezahlt werden würde, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein arbeitsunabhängiges Grundeinkommen, dann wäre es mir auch egal, ob ein Spitzensportler, den ich mir gerne im Fernsehen angucke, viel, viel mehr verdient als ich. Denn ich müsste nicht mehr im Monat oder am Ende des Monats jeden Pfennig 30 Mal umdrehen. Ich müsste nicht mehr meine Krankenkasse selbst bezahlen mit 160 Euro im Monat von meinem 600 Euro Gehalt, weil ich keine Lust habe, aufs Arbeitsamt zu gehen und aufzustocken, wie so viele. Ich möchte es einfach nicht. Ich möchte mich nicht in dieser Abhängigkeit vom Staat begeben. Das ist meine persönliche Entscheidung. Eigentlich ist es trotzdem. Also wie gesagt, ich möchte, dass wir jetzt an den Punkt kommen, wo die Leute sich hinsetzen können und sagen können, was möchte ich gerne tun, wo möchte ich die Gesellschaft verbessern, was möchte ich für die Leute in meinem Umfeld tun und was macht mich glücklich. Denn ich glaube, dann kann Deutschland wieder zu einem Innovationsstandort werden, dann kann Deutschland wieder zu einem wirklichen Wissensstandort werden und dann können wir uns auch mehr Gedanken über größere Projekte machen. Danke. Ja, zu den Kollegen. Ne? Deinen Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich denke, es ist in Ordnung. Ich bin Ur-Hessin. Ich habe mein ganzes Leben hier im Westen verbracht. Und im Grunde, das, was ich heute sage und mache und tue, hat was mit meiner Sozialisation, was ich hier erlebt habe. Und wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, dann gab es hier ganz viel Umverteilung. Wenn nie in die Richtung, dass Arbeitnehmer oder Rentner oder andere Erwerbslose oder wie auch immer mehr bekommen haben. Und es ging immer in die Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Nämlich, dass die Bedingungen schlechter geworden sind, nicht niedriger geworden sind, die Bedingungen für Frauen schlechter geworden sind, Mädeljobs mehr geworden sind. Das sind Sachen, die ich hier erlebt habe, im Westen, und zwar ständig. Ein Beispiel, wo ich sage, auch als Wessi, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Wir haben über den Mindestlohn geredet und die CDU, CSU ist stolz darauf, was sie gemacht hat mit dem Mindestlohn in der Leiharbeit. Der Mindestlohn in der Leiharbeit im Westen beträgt 8,19 Euro, mehr nicht.
im Osten 7,60 Euro. Und wenn mir jemand sagt, wie jemand mit 7,60 Euro im Osten leben kann, dann finde ich das eine Katastrophe. Und dann gehöre ich zu denen, die sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass 20 Jahre nach der deutschen Einheit wir davon reden, dass es im Osten und im Westen unterschiedlich ist. Und ich bin bereit, für die Menschen und gemeinsam mit den Menschen im Osten zu kämpfen, für eine Verbesserung ihrer Bedingungen. Und da stehe ich absolut zu. Ansonsten noch mal kurz zu dem Thema Umverteilen. Umverteilen, das ist gar nicht so was Besonderes. In jeder Tarifrunde führen wir die Diskussion um Umverteilen. Und wir haben zwar demnächst, im September haben wir die Bundestagswahl. Und das ist ein wichtiger Punkt, die Sachen, die wir hier diskutiert haben. Aber aktuell haben wir auch eine Tarifrunde. Und die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben haben eine Forderung gestellt. Und die Forderung, wenn sie was haben wollen von ihren Arbeitgebern, müssen sie die Umverteilungsfrage stellen und nichts anderes. Und wenn sie möchten, dass sie da was bekommen und wenn es am Ende ein gutes Ergebnis ist, dann ist es auch ein Ergebnis, wo sie im Grunde ziemlich viel eben auch erreicht haben für die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Und von daher, wisst ihr, habe ich als Gewerkschafterin, als IG Metallerin null Problem, das Wort Umverteilung in den Mund zu nehmen und bin stolz darauf, im Zusammenhang mit Tarifbund, aber auch im Zusammenhang mit der Rente und allen anderen Dingen. Ja. Ja, danke schön, Frau Hellmann. Und ich gucke mit Blick auf die Uhr. Würde ich sagen, lasst uns Schluss machen an der Geschichte. Es gäbe noch sehr viel zu diskutieren. Ich denke an die Pflegeversicherung. Vielleicht da ist eine ganze Menge, eine riesen Bandbreite. Ich denke an Bildung grundsätzlicher Art, ist auch eine riesen Bandbreite. Und vieles andere mehr. Herr von Degen, so ist das. Aber ich denke, ich bedanke mich natürlich herzlich bei den Diskutanten. Bei den Kandidatinnen und Kandidaten recht herzlich dafür, dass sie sich in die Höhle des Löwens gewagt haben. Sage ich jetzt mal so recht, ich denke, ja, Sie waren schon ein paar Mal hier im Leben, aber auch, ich denke, auch in Münzinger. Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Senioren, beim Sprecherkreis, der Senioren in Alfeld und ganz besonders herzlich möchte ich mich bedanken bei Doris Ehlers, die hier sehr vorbereitend also gearbeitet hat, vom Büro aus herzlichen Dank. Danke sehr auch hier unter uns und hast das Durchschnittsalter erheblich gesenkt. Ja. So, ich bedanke mich auch bei den UV-Mitgliedern, den einen oder anderen habe ich hier gesehen, Ortsvorstandsmitglieder. Schön, dass ihr da wart. Mir bleibt dann eigentlich nur noch eins. Ich darf euch eine angenehme Einreise wünschen. Die Versammlung ist geschlossen.